2013 war er Dritter der U21 EM hier in Güstrow. David Pellegrino und mit der Startnummer 7 aus Argentinien, Fernando Garcia, herzlich willkommen! Weiter geht's mit unseren beiden Fahrern aus Dänemark am heutigen Abend. Die Startnummer 9, Ex-Junioren-Europameister Nicolai Klimt und ehemaliger Grand Prix-Sieger Bjarne Pedersen. Die Startnummer 14 trägt aus Australien Brady Kurtz und die Startnummer 2 ebenfalls Australien, amtierender Meister Australien, Ryan Changate. Willkommen! Skandinavien mit der Startnummer 13 aus Schweden, ehemaliger Grand Prix-Pilot Thomas Jonasson, und aus Norwegen mit der Startnummer 4 MCV-Pilot, dreifacher Teamweltmeister Rune Holter. Willkommen! Und wir begrüßen heute Abend zwei Fahrer aus der polnischen Extraliga. Startnummer 10, Daniel Kaczmarek, und Startnummer 3, Kaspar Gomolski. Und jetzt hoffe ich, wird das Stadion richtig laut. Wir kommen zu unseren Fahrern aus Deutschland. Das ist zum Ersten mit der Startnummer 16, Teilnehmer U21 WM 2017. Hier ist für euch Lukas Fienhagel! David Pellegrino aus Frankreich. Ganz klar, das sind zwei Leute schon. Thank you.
Gisroh ist zum ersten Mal sehen heute Abend. Wo sind die Fans von Jason Dahl? Das ist jetzt nicht durch. Rollt hier ans Band heran auf der blauen Position und jetzt da auf der Außenbahn. Dann Josef Franz. Geplänkel hier, aber jetzt geht es hier um die Punkte Lauf 3. Der Position blau und da kommt aus Russland der Mann, der hier schon zwei Rennen am Wochenende absolviert hat, Roman Lackbaum, Startnummer 15. Weiße Helmfarbe aus Argentinien mit der Startnummer 7, Fernando Garcia. Und gelbe Helmfarbe, die Startnummer 3, Kasper Gomolski aus Polen. Aber die andere Beinkelle. Ihr müsst ihn rumtragen, unser Kapitän, der Tobias Busch!
Also bitte hinter die Absperrung, davor, damit wir auf diesem Lauf hier noch einmal starten können. Yeah.
tut sich die Lücke auf, er schiebt sich zusammen. Yeah.